Okay, wir haben uns die ja. Geht's dir gut? Ja. Alles klar, stell dich mal hin, schüttel dich mal ein bisschen aus. Ja. Das war heftig. Ein bisschen warm. Ein bisschen schwitzen. Hallo? Nimm Platz. Schau in deine Hand auf nur einen Punkt und du spürst, wie die Hand näher kommt und schlaf. Entspann dich voll und ganz. Du sinkst in diese tiefe Hypnose. Immer tiefer und tiefer. Und jetzt spürst du einen leichten Schmerz in deinem Unterleib, ein leichtes Ziehen, das immer stärker wird. Als ob zwei Hände von hinten durch deinen Rücken in deinen Unterleib greifen und die Gedärme in dir die Organe zusammendrücken. Wie ein Handrührgerät, das all deine Organe in dir durcheinander wirbelt. Wie zwei Messer, die von rechts und links in deinen Bauch langsam hineingeschoben werden, immer stärker wird dieser Schmerz. Und du fühlst dich absolut allein. Diese Messer in dir, dieses Handrührgerät, diese Einsamkeit. Es wird dir heiß, versuch den Schmerz wegzuatmen und es gelingt dir nicht. Eins, zwei, drei, Augen auf. Wieder im Hier und Jetzt. Wie fühlst du dich? Und du wirst jetzt jemanden treffen, der genau das Monat für Monat durchlebt. Christoph, welcome to my life. Wie war das für dich? Heavy. Also ich habe mich echt nicht wohl gefühlt in dem Moment auch. Ja. Und das war echt schrecklich. Sehr, also der Schmerz hat mich quasi isoliert. Das bin ich und mein Schmerz und niemand anders so. Was würdest du den Frauen oder den Menstruierenden in deinem Umfeld mitgeben nach deiner Erfahrung? Respekt. Ich würde meinen imaginären Hut ziehen. Vor euch allen. 3,5 Milliarden.